Red Send Zone. Hallo YouTube, das ist der Philipp der von Red Send Zone und willkommen zu meiner neuen Let's Play Serie Let's Play Minecraft 1.8. Und ich finde, da ja gerade die 1.8 rausgekommen ist, mittlerweile ist es schon die 1.8.1, ist eine schöne Gelegenheit, mal wieder Minecraft zu spielen und ich möchte euch auch daran beteiligen, deshalb gibt es jetzt meine Let's Play Serie. Die Let's Plays werden immer ungefähr 10 Minuten plus minus 2 ungefähr lang sein. Es ist alles spontan aufgenommen, vielleicht auch etwas humorvoll kommentiert. Und es ist ein No-Cheat-Server, ich werde nicht cheaten. Ich werde vielleicht manchmal in den Creative-Mode umswitchen, wenn ich jetzt von einem Platz zum anderen fliegen musste. Und es wird ein extremes Überlebens-, also Survival-Let's Play. Und ich zeige euch jetzt warum. Ich gehe einfach auf meinen privaten Server, der ist nicht öffentlich, ist nicht redscraft.minecraft.io. Mein komplett privater eigener Server, ohne Mods, ohne alles. Join Server. So, jetzt sind wir hier. Und wie gesagt, das meinte ich mit extremem Überleben. Wir sind hier auf einer kleinen Insel. Und was sehen wir hier? Hier ist nichts. Hier ist nur ein Baum und sonst nichts. Und ich sehe gerade, ich bin immer noch im Creative Mode. Also, geben wir t/Game Mode Red Sand Zone Philipp 01. So. Okay, fangen wir an. Wir müssen uns beeilen, denn wir haben eine Hungerleiste. Es wird irgendwann Nacht. Irgendwann kommen Zombies. Also fällen wir uns erstmal ein bisschen Bäume. Ja, ich schlage mit der bloßen Hand einen Baum. Sehr realistisch. Ich bin gespannt, wie das wird mit dem Essen. Ich bin gespannt, wie lange ich hier auf diesen Inseln durchhalte. Und ich bin gespannt, ob ich überhaupt überleben werde. Denn ihr seht ja, es ist total wenig. Nur sonst Wasser herum. So. Vielleicht sollten wir erstmal unsere 8 Holzstücke, ja? 8 sind das. Die sollten wir jetzt vielleicht erstmal zu Sticks verarbeiten. 8 Sticks ist ganz praktisch. Dann bauen wir jetzt noch eine Crafting Box. Ah, ich sehe schon, da fallen schon Saplings runter. So. Scheiße. Mist, falsch gesetzt. Also eigentlich sollte ich ja schade sagen. So. Okay. Ah. Erstmal eine Pickaxe und dann eine Schaufel. Und da ich nicht viel Holz verbrauchen möchte, grabe ich mich einfach mal in den Boden. Wir haben ja eine schöne große Insel und deshalb ist das ganz gechillt. So, wir sehen jetzt überall diese Saplings liegen, was sehr praktisch ist, denn die werde ich später noch sehr gut brauchen. Okay, hier geht's runter. Eine schöne, saftige Wendeltreppe bauen wir jetzt hier runter. Und achso, ich möchte bei meinem ersten Display von euch bitte ein Feedback erhalten, wie das war, ob ich zu viel gelabert habe oder ob ich zu wenig gelabert habe. Und ob es euch witzig genug war oder ob es euch zu witzig war. Das alles möchte ich gerne von euch wissen, denn ich möchte die Let's Plays für euch machen. Okay, auch weil es mir Spaß macht. Aber ihr sollt ihn natürlich auch witzig finden. So. Ach nee, wenn ich das jetzt wegbaue, dann... Ah nee, gut. Gut. Jetzt haben wir schon mal Stein und dadurch wird es auch Zeit, sich eine Stein-Pickaxe zu craften. Dann muss ich jetzt hier erstmal wieder hochlaufen und tada, hier haben wir unsere schöne 2D-Werkbank. Sticks. So. Chillig. Da, 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 da. So. Okay. So, hier geht's auch lang. Also, tja, was soll man... Oh. Geht das jetzt oder geht das jetzt nicht? Ah doch, das geht. Gut. Ja. Bauen wir uns hier einfach mal unser schönes unterirdisches Haus. Das, wo hoffentlich jetzt kein Zombie und keine Spinne hineinfällt.
ja, mit Perspektiven und so habe ich es halt nicht so. Außerdem, was mich auch noch zu diesem Let's Play angespornt hat, war halt das neue Creative Aegis Draco Gaming Headset, wovon ich übrigens auch schon ein Unboxing gemacht habe, was ich aber noch nicht hochgestellt habe. Das finde ich ein ziemlich chilliges Headset, hat ganz guten Sound, kann man auch als Kopfhörer benutzen, da das Mikrofon abnehmbar ist, aber ich will jetzt hier nicht so viel rumlabern, sondern eher was über Minecraft labern. Den Rest seht ihr alles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ui. Ich glaube, ich sollte mal Fackeln machen, aber dazu habe ich jetzt leider gerade keine Zeit. Und ich muss auch auf meine Hungerleiste achten. Das missachtet man immer und irgendwann hat man nur noch einen Braten und dann ist es aus. Und ich muss die Decke auch höher machen. Ich stoße mir meinen dummen Kopf. Nervt irgendwie. Ja, die Arbeit hier, die strengt den Typi schon an. Glaubt man gar nicht. Ich habe so lange nach noch so einer extrem Survival Map gesucht. Ich hatte mal eine, aber da waren dann überhaupt keine Höhlen und so, also total uninteressant. Ist es jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein! Mist. Ach, noch eins nach hinten. Also, mir persönlich gefällt die 1.8 schon. Weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Also vor allen Dingen, was ich toll finde, ist, dass ich die Welten jetzt eine viel größere Skala haben. Die Meere sind größer. Alles ist insgesamt viel. Die Dimensionen haben sich einfach so extrem vergrößert. Also es ist im Grunde viel realistischer geworden. Die Meere sind jetzt endlich mal tiefer und nicht nur so mickrige 6 Blöcke oder so. Das Licht hat sich auch schön verändert, wie ihr seht. Es ist so ein schönes bläuliches Licht. Mist, meine Pickaxe. Ah, shit. Oh, Luft ist rein, gut. Neue Pickaxe. Vielleicht soll ich mir auch mal ein Schwert machen. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie nie die richtige Strategie, so ein Spiel anzufangen. Also einen guten Start in Minecraft hinzubekommen. Vor allen Dingen, es gibt hier ja keine Schafe oder so. Das heißt, wie soll ich mir ein Bett machen? Muss ich jetzt immer die ganze Nacht draußen auf der Insel rumgammeln? Wie schade ist das denn? Oh, Kacke. Denkfehler. Shit. Da muss hier wohl noch ein Block bleiben. Ich höre hier immer diese Zombie-Geräusche. Was soll das denn? Ich weiß überhaupt nicht, ob ihr jetzt überhaupt die Minecraft-Sounds hört. Aber ich glaube schon. Oh, schon wieder. Ah, ist das nicht ein schönes Eigenheim? Wow. Wo sind die Monster? Habe ich denn überhaupt? Oh. Hart, aber da. Ah, da kommt schon die erste Spinne. Ich verbaue mich, warum? Ja, und ich zerschlage Holz mit einer Schaufel. Auch so geht. So, jetzt haben wir schon wieder fast die 10 Minuten. Ich bin gespannt, wie ihr es fandet. Aber eins will ich auch machen. Ich möchte auf jeden Fall eine Falltür hier reinbauen. Also, was machen wir? Ich sollte nicht so viel Holz verbrauchen, aber ich habe keine andere Wahl. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe keine andere Wahl. Scheiße, scheiße, scheiße.
Immerhin. Zwei Falte und dafür habe ich jetzt sechs Holz verbraucht. Nee, oder? Was mache ich mit dem restlichen Holz? Daraus sollte ich mir, glaube ich, erstmal Sticks machen. So, 28 Sticks. Hoffentlich war es jetzt nicht überstürzt. Aber ich glaube, das war eine gute Wahl. Ja, das war der Anfang von meinem Minecraft. Ja, dummes Ding. Ich stoße mir mal den Kopf hier. Das war der Uncraft. Der Uncraft, ja. Der Anfang von meiner Minecraft-Let's Play. Mittlerweile fehlen mir zwei Braten. Und wir sehen uns wieder, wenn. Morgen, oder wenn ich mal Zeit habe, wenn ein Oberstufenschüler von dem behinderten G8 in Hessen mal wieder Zeit hat, ein Minecraft-Let's Play zu drehen. Ja, das war der Philipp von Red Sand Zone und ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Stopp, ist hier, oder?